Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letztes Wochenende spontan mal ein bisschen mitgefilmt, wie ich gekocht habe. Und zwar die One-Pot-Burrito-Bowl. Habe ich auf Chefkoch gefunden. Ich werde euch das Rezept auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, ich habe das einfach mal spontan ein bisschen mit aufgenommen. Das wird kein langes Video jetzt werden, aber ich habe mir gedacht, ich wollte das ja sowieso mal ganz gerne machen, dass ich auch mal filme, wenn ich koche. Und ja, ich werde euch dann so ein bisschen erklären, was ihr machen müsst. Ich werde eine Zutatenliste einblenden und reinschreiben, was man dafür braucht. Und ich werde das Ganze auch noch am Ende bewerten, nach Geschmack und Schwierigkeit und Zubereitungsdauer. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Und ja, haut doch mal kräftig in die Tasten, schreibt es in die Kommentare und zeigt es mir gerne auch mit einem Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, jetzt gibt es das Rezept und dann das Kochvideo. Ja, und hier sind auch schon die Zutaten für 4 Portionen für die One-Pot-Burrito-Bowl. Ihr braucht dafür 500 Gramm Hähnchenbrust, 600 Milliliter Hühnerbrühe, 200 Gramm Langkornreis, eine Dose Mais, eine Dose Kidneybohnen, das sind diese dickeren roten Bohnen, eine Dose stückige Tomaten, einen Becher saure Sahne, 150 Gramm geriebenen Gouda. Ihr könnt aber auch anderen Käse nehmen, völlig problemlos, wenn euch vielleicht Gouda nicht so zusagt. Ich habe in diesem Fall auch geriebenen Mozzarella genommen. Dann braucht ihr für die Garnierung einen Bund Frühlingszwiebeln und 2 Tomaten. Außerdem braucht ihr noch eine Zwiebel, eine mexikanische Würzmischung, die ihr aber auch durchaus selber machen könnt, wenn ihr das möchtet, und Olivenöl zum Anbraten. Kommen wir jetzt auch schon zur Zubereitung, die ich nicht komplett gefilmt habe, da das Ganze doch ziemlich spontan war. Ja, ihr fangt damit an, die Zwiebeln zu würfeln und in etwas Olivenöl in einer tiefen Pfanne oder einem Wok anzuschwitzen. Tiefe Pfanne oder Wok deswegen, weil es zwischenzeitlich doch sehr viel Flüssigkeit ist. Das seht ihr dann gleich noch. Die Hähnchenbrust wird in kleine Stücke geschnitten und dann mit den Zwiebeln angebraten. Dazu kommen dann die Hühnerbrühe, die Tomaten aus der Dose, möglichst ohne, dass euch der Deckel hinterher fällt, der Mais und die Kidneybohnen. Und das Ganze schmeckt ihr dann einfach mit dem mexikanischen Gewürz nach Belieben ab und bringt das Ganze zum Kochen. Im nächsten Schritt gebt ihr den Reis dazu, der muss komplett von der Brühe bedeckt werden, denn der kocht jetzt mit den Zutaten in der Pfanne oder im Wok und ihr merkt daran, dass der Reis fertig ist, dass er die Flüssigkeit aufgesogen hat. Sobald kaum noch was von der Flüssigkeit übrig ist, nehmt ihr das Ganze von der Herdplatte runter, bestreut es mit dem geriebenen Käse und legt einen Deckel drauf. Das heißt, ihr braucht eine Pfanne oder einen Wok mit Deckel und dann wartet ihr, bis der Käse zerlaufen ist. Dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Denn ihr müsst es jetzt nur noch anrichten, die saure Sahne einmal in kleinen Klecksen darauf verteilen, die ist nämlich so ein bisschen für den Geschmack, und die Tomaten und die Frühlingszwiebeln, die ihr in der Zwischenzeit schon gewaschen und in Würfel bzw. Ringe geschnitten habt, die streut ihr dann zum Garnieren oben drauf. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern gibt auch noch einen sehr, sehr schönen Geschmack. Von der Schwierigkeit würde ich sagen, ist das ein eher einfaches Gericht. Ich koche jetzt noch nicht so lange wirklich verschiedene Sachen und es ist mir nicht wirklich schwer gefallen, das Ganze zuzubereiten. Koch- und Arbeitszeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, das kommt eigentlich sehr gut hin mit den angegebenen 50 Minuten. Und der Geschmack
Ja, also was soll ich sagen? Es schmeckt sehr, sehr lecker. Es erinnert an Chili con Carne, ist ja auch von den Zutaten sehr, sehr ähnlich. Macht aber, finde ich, durch das Garnieren mit den Frühlingszwiebeln und den Tomatenstückchen doch nochmal ein bisschen mehr her. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut geschmeckt und es kommt definitiv auf meiner Liste mit Gerichten, die ich mal wieder kochen werde. So, das war es dann jetzt auch. Also ich muss sagen, das Rezept, das kommt definitiv bei mir auf die Liste der Sachen, die ich wieder kochen möchte. Ich möchte mir da auch so ein eigenes kleines Kochbuch anlegen, wo ich die Sachen reinschreibe, die quasi approved sind und wirklich gut geschmeckt haben, dass man weiß, okay, die kann man wirklich nochmal machen. Das war super und das wird da definitiv reinkommen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, werdet ihr das mal nachkochen oder werdet ihr sagen, Mama, Papa, das müssen wir mal essen, falls ihr selber noch nicht kocht und noch zu Hause mit esst. Ich bin gespannt, wie gesagt, auch wie es euch gefallen hat. Und ja, dann macht's gut und wenn ihr möchtet, kann ich sowas gerne auch mal häufiger machen. Tschüss!